Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 88 von NHL 19 Ultimate Team. Jawohl, letztes Spiel wieder ein Sieg. Unser Team ist bereit fürs nächste Game und ich hoffe, dass wir die nächsten zwei Punkte einfahren. Das wäre nämlich der Klassenerhalt. Ein Punkt reicht uns zum Klassenerhalt. Das wäre schon Krone gerade eben. Nein, stopp, abbrechen. Das wäre aktuell die Krone. Zumindest mal. Dass wir zumindest sagen können, okay, Liga 2 haben wir schon mal gehalten. Der Rest ist jetzt Bonus, wenn wir es schaffen. Aktuell bräuchten wir noch 4 Siege bei verbleibenden 6 Spielen, um den Aufstieg einzutüten. Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Eriks Allstars. Eriks Allstars, okay. Matthews gegen. Ah, ist der 99er Matthews. Ich habe es umgestellt. Ich glaube schon. Mitch Marner. Ja, und wieder haben wir so ein. Nein, schieß doch einfach direkt. Oh. Und jetzt haben wir wieder so einen Sticklifter. Genau. Und 1-3-1 in der eigenen Zone. Halleluja, Alter. Wenn es noch defensiver spielst, gewinnst vielleicht noch sogar einen Preis. Und du kannst gleich mit dem Torhüter ein Tor schießen. Weil viel defensiver wird es dann auch nicht mehr. Okay, ja. Durch 5 durch praktisch. Und Williams die Scheibe. Station. Red Station. Hoppala. Ich würde sagen, Red Station. Ist fast schon ein anderes Zeitalter hier. Kutschelchik. Subbanyosi. Oh, nein, da steht Sorchak im Tor. Oh mein Gott. Das ist so eine Hassliebe mit Terry Sorchak. Check von hinten, eigentlich 2 Minuten. Aber gut. Steen. Boah, der war Glück. Der war mit. Ja. Das ist kein Icing, der hebt mir einen Schläger an, Alter. Ach komm. Ohne Witz. Soll ich dir per Video aufzeigen? Alter. Nein, das sind ungenaue Pässe, Freunde. Das sind ungenaue Pässe. Oh, haben wir fast gehabt. Boah, Rasmus Dahlin. Hallo, hier sind wir wieder. Ja, Suben. Auf die Pässe mal normal spielen. The fuck? Danke. Ein normaler Pass. Johnny Gaudreau versucht es durch die Mitte durch. Da kommen wir aber nicht durch. Oh, da war er dran. Da war er dran. Und da war er fast nochmal dran. Acrobello. Kommt da gar nicht hin. Suben außen rum. Klappt nicht. Der Schuss klappt aber. Ronik. Nein, verpassen wir knapp. Dahlin.
Let's go to there. Tach. Dass wir die Scheibe einfach mal reinkriegen. Auf irgendeinem Weg irgendwie. Boah. Carlson, Braden Point, Grzelczyk. Nein. Hat man fast gehabt. Boah, ich wollte gerade sagen, da müssen wir zumachen. Lieber Henrik Zetterberg. You know this 2 minutes, ne? Oh, abgefälscht. Durch die Mitte der Angriff. Slaven blockt. Nein! Oh, schade. Da wäre Malkin schon in Position gewesen. Schade, 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 schade. 0-0. Noch 20 Minuten. Sechs Schüsse, 0-0. Okay, da ist die Pause, kommt jetzt runterlaufen. Und da ist einfach nur noch kurz aufs Klo gegangen. Das werde ich nie verstehen. Das, was ich verstehe nicht, warum muss ich im Spiel aufs Klo gehen oder so? Warum? Darlin. Rasmus Darlin. Pfosten von Kane. Rundrum. Oh ja. Sticklifter King. Wow, das sind halt Loose Packs, die gehen nicht. Ja. Also 5 Meter vom Spieler weg. Vom Spieler weg. Sticklift. 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 Weil Sticklift. Oh, Terry Sawchuk. Jussi, jetzt muss es dann irgendwann klingeln, Mann. Warum haben wir so Probleme, an Terry Sawchuk vorbeizukommen? Da ist er! Patrick Kane, wie geht der denn rein? Patrick Kane, meine Damen und Herren. Oh, wie geht der denn rein? Er stealt ihn hier, er stealt ihn hier nochmal. Ach, der legt sich ihn im Stil an Sawchuk und dem Verteidiger vorbei und hat plötzlich hier das leere Tor vor sich. Das ist ja Hammer. Das ist ja der Hammer, das Tor. Wenigstens mal was Unerwartetes, Freunde. Nein, oh, Gretzky holt die 2-Minuten-Strafe für den Gegner raus. Also, weil wirklich schon für den Gegner gerade die Strafe rausgeholt war. Dummes Tackling von mir. Brown. Pawelski, Brown. Darlin. Pawelski. Oh, Landeskog, der war durch. Der war durch. Darlin, vorbei an Grzelczyk.
viele No-Names auch in der Mannschaft. Das ist... Alter! Wollte gerade sagen, das ist Icing. Glück, dass er da abpfeift. Wenn ich sage Glück, dann meine ich sehr viel Glück. Suben 2-0 und das ist ein Hammer. Der gewinnt es, nimmt ihn an und dann denken wir so, paar, probierst du es? Ja, probieren wir es. Zack und genau in langen Winkel. Halleluja. Warum? Die waren doch gerade zu fünft, oder? Wir haben doch Unterzahlspiel. Oh, ist das Spiel gekillt. Ne, 1, 2, 3. Ich dachte gerade, dass da 4 Leute waren. Also, und der fünfte oben drauf gesprungen ist. Oh, Subin mit einem Hammer gegen Terry Sawchuk. Im zweiten Drittel ist bisher das Drittel des HC California. Oh. Jetzt ist aber hier teilweise Polen komplett offen. Kucherov fällt. Das ist eine 2 Minuten. Ah, ist früher dran. Scheiße. Sei aber früher dran. Pauli. Achte, dass man vielleicht 6 auf 4 spielen kann. Das wäre dann schon ein bisschen angenehmer gewesen. Kurzzeitig. Ja, das ist abseits, da war so viel drin. Da spielt bisher unser Publishing runter. Von der Zeit her. Ja. Alter, wenn ich so viel Zeit mit Sticklifting verbringen würde. Lemieux 3-0. Powerplay-Tor und jetzt bricht er ab. Jawohl. Pfeife. Sieg. Sieg, 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 Sieg. Das ist genau das, was wir brauchen. Sehr schön. Saisonfortschritt, blub, 9 Punkte, Division 2 ist gehalten. Ihr seht auch nächstes Jahr oder nächste Saison Division 2 Eishockey. Mindestens. So, 3-0. Ich würde mir gerne mal das Team anschauen. Chelios, Messier, Rennick, Matt Stajan, Williams, Zetterberg, Steen, Suven, Dudera, Justin Brown, Arcrobello, Bean, Matthews, Vögele, Puturalski, what the fuck, Heinen, Kuchelczyk, Stastny, Thor, Terry Sawchuk und Bobrovsky. Fakt ist aber, Shootout für Tukarask. Yes, 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 yes. Shootout für Tukarask. Wir haben sogar ein Powerplay-Tor geschossen. Ich wollte irgendein Tor, wollte ich mir vorhin anschauen. Kane. Das erste Tor von Kane. So, die Szene ging so los, dass er hinter dem Tor rauskam. So, und jetzt kommt Kane hier ins Bild. Unten die 88. Mit dem Fuß nimmt er den mit. So, und jetzt da. Ist der frech? Ist der frech? Hält ihn? Sawchuk geht runter, blockt ihn noch weg mit dem Schoner, kommt nicht mehr hin. Und dann ist das Tor leer. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen, Patrick Kane.
Alec nicht weiter frech. Subin, gut, das war das. Ja, das ist genau der Schusswinkel, der offen ist. Mit der Maske hatte vielleicht eine Chance. Und Lemieux jetzt am Ende, es war halt einfach ausgespielt. So, 9 Punkte. Division gehalten. Und jetzt sind es plötzlich nur noch 3 Siege, die fehlen. Zum Titel in 6, in 5 Spielen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, mein Freund.